Position. Können Sie hier Runde für Runde etwas absetzen. Und jetzt haben Sie es geschafft. Neun, jetzt sind Sie die 2 Minuten 3 Meter. Und da geht es auch schon auf die letzten beiden Runden. Am Wochenende findet wieder das alljährliche Motocross in Eichwald statt. Die vielen Helfer sind seit Wochen am Arbeiten, um die Strecke herzurichten und Zelte aufzubauen. Wir waren beim Aufbau von Deutschlands schönsten Motocross-Festzelt dabei. Mit viel Manpower und schwerem Gerät wurden Stangen gesetzt, Bandungen in die Erde gehauen und natürlich die Plane auf das Gerippe gezogen. Auch ein Vierbeiner half mit. Die Strecke ist nun auch so gut wie fertig. Strohballen stehen und Begrenzungen sind angebracht. Nun fehlen nur noch die Verkaufsstände, das Fahrerlager und natürlich die vielen Gäste. Dann heißt es am Freitag Party mit dem Hofbräuregiment. Samstag und Sonntag geht es dann rasant auf der Strecke zu. Wer also am Wochenende noch nichts vorhat, sollte nach Eichwald gehen. Wir berichten nach dem Event mit einem Rückblick.